der Reise, ne? Also der muss jetzt halt bis 10 Uhr hier stehen bleiben, weil es ein Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot ist. Sittensinn bei Hamburg. Sonntagnachmittag 15 Uhr. Sebastian Fischer und Jana Strohbach von der Verfügungseinheit Rothenburg kontrollieren heute den Güterverkehr und das Sonntagsfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Wir haben jetzt eine niederländische Fahrzeugkombination Lkw mit Anhänger auf der 1 Richtung Hamburg und der wird am nächsten Parkplatz angehalten kontrolliert, ob die Vorgaben und das Fahrverbot und die weiteren rechtlichen Normen eingehalten werden. Frische Lebensmittel wie Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst sind von dem Fahrverbot ausgenommen. Der Fahrer fährt einen Kühlauflieger, ein Hinweis auf verderbliche Ware. Hallo, können Sie einmal die Tür öffnen? Die Tür öffnen bitte, dann können wir uns besser unterhalten. Guten Tag, Sie sprechen Deutsch? Ja. Perfekt. Eine Verkehrskontrolle. Ja. Ich hätte von Ihnen gerne einmal die Führerschein, die Fahrzeugpapiere, die Ladepapiere, also CMR. Und die Fahrerkarte möchte ich einen Blick drauf werfen. Einmal gucken, was er drauf hat. Also ich habe gerade schon geguckt, man sieht ja hier die Thermostate auch. Also hier sieht man das 3 Grad eingestellt. Ne? Also schon mal kein Tiefkühl, was schon mal gut ist. Ja, und jetzt schauen wir mal, was er geladen hat. Ne? Kann natürlich wieder alles sein, weil man nicht reingucken kann. Ob halt entsprechend die Maßgaben vom Sonntagsfahrverbot eingehalten worden sind oder nicht. Mhm. Okay. Komm her, nehme ich. Ja. Muss mal gucken, ob beide Fahrzeugscheine drin sind. Ich habe jetzt eben auf der Schnelle nur eingesehen. Die Lizenz, EU-Lizenz, Gemeinschaftslizenz? Döner. Ja, Döner haben wir hier drauf, ne? Können Sie einmal wieder reinstecken. Und dann einmal Zündung an und dann will ich meine einmal dazustecken zum Auslesen. Jana Strohbach liest die Lenk- und Ruhezeiten aus. Sebastian Fischer klärt mit dem Fahrer die Unstimmigkeiten bei der Ladung. Also es ist so, es sind ja noch so ein paar andere Sachen dabei, ne? Also ist ja relativ viel Fleisch, aber auch, ich sag mal hier diese Schokoladensachen oder der Käse, ne? Na gut, das ist hier die Schokolade, Käse, wo war das jetzt? Hier zum Beispiel, ne? Das ist natürlich alles lange haltbar, ne? Es muss frisch sein zum einen. Ich habe alle frisch doch. Ja, ja, aber lange haltbar, ne? Deswegen, es ist so. Das Fleisch ist genehmigungsfrei und dann dürfen Sie 10% andere Ware mitnehmen. So, wir rechnen gleich aus, ob das mehr als 10% sind oder nicht. Wenn es mehr als 10% ist, brauchen Sie eine Genehmigung. Okay? Ja, wir gucken erstmal, vielleicht passt es ja. Ne? Wo, ist alles Hamburg? Ja. Alles in Hamburg, ne? Okay. Also würde es nicht passen mit den 10%? Müssten Sie bis 10 Uhr hier stehen bleiben, dann können Sie weiterfahren. Ne? Ja. Ist jetzt ja nicht mehr so lange, aber dann wäre Pause erstmal. Ne? Ja. Okay, ja, ich gucke mal eben und dann schauen wir weiter. Für Sebastian Fischer ist die Zuladung der anderen Waren keine Überraschung. Also ich sag mal, das ist jetzt eigentlich so der Klassiker, ne? Mit der Ladung. Hat man halt relativ oft, dass die eine ganze Menge haben, also so zusammenkommissionierte Ware. Und es dann aber an dieser 10%-Schwelle, das ist mal gerichtlich so festgelegt worden, daran hapert es dann, ne, dass sie da drüber gehen. Ich sag mal, wenn man da jetzt bei 12% oder so ist, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Man muss da auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber irgendwo ist halt auch eine Grenze dann zu ziehen. Ne? Und ich sag mal, wenn jetzt der Anhänger voll mit genehmigungspflichtiger Ware ist, dann geht's halt nicht. Ne? Okay, schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, dann fängt das große Rechnen an, ne? Ja, also sieht schlecht für ihn aus. So, die Hochrechnungen sind abgeschlossen. Also es ist so, also das muss man halt sich schon gegenüberstellen. Das ist im Prinzip, waren das jetzt seine genehmigungsfreien Waren, also diese Frischfleischartikel
ungefähr 11,5 Tonnen. 3,3 Tonnen waren jetzt seine Schokoriegel und was er noch so da hatte, der haltbare Käse und so. So, dass wir dann bei 3 Tonnen genehmigungspflichtiger Ware wären, was jetzt von dem Gesamtgewicht ausgehend 22% entspricht. Also ist er da über die 10% drüber. Das ist halt ein Wettbewerbsvorteil, ne? Das ist eine Fahrt mehr. Ende der Reise, ne? Also der muss jetzt halt bis 10 Uhr hier stehen bleiben, weil es ein Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot ist. So, und das ist nichts Neues, das ist ewig so. Das muss halt auch der Disposition, den Planern da im Betrieb klar sein. Diese 10%-Grenze. Und wir sind jetzt nicht mehr bei 11, 12, sondern bei ja, fast einem Viertel. Das ist halt zu viel. Und ja, jetzt hat er quasi eine Zwangspause von noch 4, 5 Stunden. Ne? Ja, willst du das Straßenkontrollformular machen? Ja, du sitzt nur da. Ich wollte nicht direkt vor die Kamera. Ne? Ja, ich sag nur, ich geh mal zu ihm hin. Jo, mach mal, hat Helm, das mal. Ich werde ihm das mal verkünden, nehmt. Achso, brauchst du noch irgendwas? Nö. Straßenkontrollformular habe ich da. Widerstand, so ein Kram, Adresse. Achso, das kannst du mir, ja, ja. Adresse? Das ich habe die Papiere auch, noch nicht so durchgeguckt, was dabei ist. Aber frag das mal nach, bitte. Also, naja, das ist halt das Business, ne? Wie du schon sagst, hätte ja auch klappen können, ne? Okay, darf ich einmal hochkommen? Ich will dir das einmal zeigen. Seit 1956 gibt es das Sonntagsfahrverbot. Es dient der Sonntagsruhe, dem Lärm und dem Umweltschutz. Wann musst du abladen? Ja, das schaffst du doch noch, oder? Ja, das schaffe ich. Ne? Weil bis 10 Uhr sind nur noch 5 Stunden, aber die müsstest du dann hier Pause machen. Ne? Ja, muss ich machen. Das ist ein Verstoß gegen dieses Fahrverbot sonntags. Ne? Das Gesetz hat sich in Deutschland aber ein bisschen geändert, dass du dafür keine Strafe bekommst. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich keine Strafe bekommst. Sondern die Rechnung in die Firma geht. Die Dokumente nehmen wir auch einmal mit, kopieren die. Wir bringen die dann gegen 10 Uhr wieder. Ja. Ne? Okay? Dann hole ich mal eben das Dokument. Und wenn du willst, kannst du in der Firma einmal anrufen, dass du stehen bleiben musst. Ne? Ja, okay. Okay. Der Fahrer hat Glück. Er steht nicht unter Zeitdruck. Seine Ware kann er trotz der untersagten Weiterfahrt pünktlich abliefern. Sein Chef kommt weniger glimpflich davon. Es wird jetzt in dem Fall so ein sogenanntes Einziehungsverfahren betrieben. Das bedeutet, der gesamte Transporterlös von dieser Beförderung wird quasi vom Gesetzgeber eingezogen. Also es können dann mal schnell 1.000, 2.000 Euro sein, die da eingezogen werden, ne? Damit einfach ja, die Firmen merken, dass sich sowas nicht lohnt. Ne? Okay, was ich ja sagte, du bekommst einen Zettel, den hier. Eine Unterschrift bitte. Ja. Dann bis später. Tschüss. Um 22 Uhr bekommt der Mann seine Papiere wieder. Jana Strohbach und Sebastian Fischer fahren zurück auf die A1 und entdecken bald den nächsten Sonntagsfahrer. Habt ihr eine Genehmigung für sonntags? Oh, da musst du gerne nachfragen. Mein Chef hat gesagt, von den Faden. Ah, die Chefs wieder, ne? Guten Tag, eine Polizeikontrolle. Sprechen Sie Deutsch? Because it's Sunday and you have frozen goods? Frozen. Ja. Yeah. Are you allowed? No. You are not allowed to? Okay. Die A1 bei Sittensen. Jana Strohbach und Sebastian Fischer von der Polizei Rothenburg kontrollieren das Sonntagsfahrverbot für Lkw. Es gilt von 0 bis 22 Uhr. Letztendlich ist es so, dass alle Fahrzeugkombinationen über 7,5 Tonnen für eine gewisse Art von Beförderung Ausnahmegenehmigung brauchen. Ausgenommen sind von diesem Sonntagsfahrverbot Obst- und Gemüsetransporte, frischer Fisch, frisches Fleisch und letztendlich Milch und Milchprodukte. Sattelzug überholt. Ja, auch den Isolieraufbau sah so aus, als wenn das Thermostat ausgestellt ist, also keine kühlpflichtige Ware drauf ist. Und da müssen wir mal schauen, ob er da irgendwie genehmigungspflichtige Ware geladen hat. Open the door. Ja. Guten Tag, eine Polizeikontrolle. Sprechen Sie Deutsch? Oh, English? English is okay. Good. A traffic control? Ja. I want to see your driver's license. Okay. The registration? Okay. CMR?
Das Sonntagsfahrverbot gibt es in Deutschland seit 1956. Für Sebastian Fischer ist ungekühlte Ware im Auflieger ein Zeichen, dass sich die Spedition nicht an das Gesetz hält. Als wir an dem Fahrzeug vorbeigefahren sind während der Fahrt, hat man halt schon gesehen, dass das Display aus ist. Ja, also normalerweise ist das halt beleuchtet, dass man das sieht. Ja, und das ist halt bei einem Isolierauflieger dann halt auch schon mal immer die Frage, warum denn halt der aus ist, wenn es halt genehmigungspflichtige Ware wäre oder freie Ware. Die ist in der Regel kühlpflichtig, sodass das dann auch immer schon ein Indiz ist, dass der halt kontrollwürdig zumindest ist. Ne? Oh, what do you have on your empty packing, belt stuffed baggage, I can sold. Ja, okay. Ja, Papier würde ich sagen, ne? Papier, ja. So. Klassisches finnisches Produkt. Okay. Okay, what's your load, paper? Load, I'll give it to the hotel police. Okay, can you open? Ja, I can. Komplett. Ja. Plastic boxes. Ja, also eindeutig genehmigungspflichtig, ne? Okay, you can let it open, maybe we need a photo, ja? Yeah? Also der ist komplett voll mit Plastikboxen. Okay. Bis unter das Dach. Ja. Dann ist er fertig? Nee, der konnte ich gerade erst reinstecken, der hat ein bisschen lange gebraucht. You got a special license for transports on Sunday in Germany? This is a Vinland document. Ja, I know, I don't mean it. You need a German document which allowed you to drive today with this load. Load. From Lübeck, from the city of Lübeck or Rostock. Yeah, that is load. Ja. Yeah. I need an official document by city of Lübeck or Rostock. In which harbor you pick it up? I pick it up in Siir Lehmankai. Which one? Lehmankai 4-3. In which city? Lübeck? Lübeck. Okay, so you need a special permission from the city of Lübeck that you are allowed to drive today. You got this or not? No. I don't think so, yeah? So you have to stay. Okay. It's not allowed to drive with these goods. My driving time told that I can go Sunday night. Yeah, your driving time. It not depends with the driving time, with the load. Okay. The load is a problem now, not your driving time, yeah? You are just allowed to drive with fresh stuffs like meat, fish, vegetables, fruit. Yeah. Stuff like this is free? She's on. Yeah, also ich sag mal, es würde mich schon wundern, wenn der klassische Finne keine Genehmigung der Stadt Lübeck hat, ne? Weil das ist, was er sagt, in Lübeck abgeholt, den Auflieger, ne? Und normalerweise haben sie sowas. This is a Vinland document. No, not the right one. No. Okay. You need a German document, not Finland. I don't have German. When I can get... Your company have to call the Stadt Lübeck, yeah. And then they have to pay something, and then you get the documents for Sunday delivery. Okay. Yeah. So you have to make a break till 10. 4 hours now. Then you can 10 hours. 4 hours. 4 hours break. 10 p.m. you can go. 10 p.m. Yeah, 4 hours, okay? So, but your company have to pay a fine for this. How much fine? I don't know how many. Around about 1,000. Okay? Okay. It's okay. Yeah, it's company problem, yeah? Yeah. Okay, can you read English? No, I can't read. Perfect. Because you have write down the paper from here till down, and when you're finished, here's signature, yeah? Perfect. Also, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, ist er losgefahren, weil er noch Lenkzeit über hatte, ne? Also, sein Tacho war in Ordnung, ist losgefahren. Über diese Sache mit der Ladung und so, merkt man, hat er keine Ahnung, ne? Das hätte halt über die Firma entsprechend geregelt werden müssen, ne? Jana Strohbach schaut sich die Lenk- und Ruhezeiten der vergangenen 4 Wochen an. Er hat ein bisschen Probleme mit seinen Ruhe- und Lenkzeiten. Da haben wir insgesamt, 11 Verstöße. Finish. Gut. Okay, hier.
Can you stop the engine? It's automatic. New battery. Ah, so okay, good. Okay, on your driving car, some problems, yeah? No. Yeah, brake time. Yeah, it's a little bit hurry last week, and in Finland. You got special types, right? Yeah. I know. Yeah. And some things was in Finland, yeah? Yeah. Okay. Okay, then it's no problem, yeah? Yeah. But we see it. Okay. Die finnische Regierung hat momentan so eine Ausnahme bei der EU beantragt. Das können die einzelnen Nationalstaaten. Und das sagt er jetzt gerade, dass er halt teilweise in Finnland gefahren ist. Und da haben die Ausnahmen bekommen. Also die dürfen teilweise längere Lenkzeit, kürzere Ruhezeiten und sowas. Aber das ist halt auf das Staatsgebiet von Finnland begrenzt. Ne? In Finnland dürfen sie das. Deswegen wird das natürlich jetzt auch als Fehler angezeigt. Aber letztendlich gilt da diese Ausnahme und das ist halt kein Verstoß. Aber nichtsdestotrotz bleiben halt auch noch genügend andere über, sodass das quasi ans Bundesamt gemeldet wird und die legen dann halt eine Strafe dafür fest. Ne? Das Bundesamt für Güterverkehr kümmert sich um Regelverstöße bei LKW. Ja. Okay, you have to keep it 4 weeks. It's for tacho control, yeah? Okay, if you got 4 weeks. If you got another control, show the officers this paper, yeah? It's not for Germany, complete Europe, yeah? So you have to remember next time on Sunday, you need a special permission for loads like this. Just fruits, fish, meat, stuff like this is free. Okay. For everything, other things, you need the permission by a city of Germany, yeah? Okay, it's a It's a company problem. They have to, here, your stuff. They have to call the city of Lübeck or Rostock or what else, where you pick up the trailer to get it, yeah? Okay, we keep the truck documents, you get it back at 10 p.m., yeah? Okay, you can take the break, yeah? Die finnische Spedition bekommt in einigen Tagen Post vom Bundesamt für Güterverkehr. Jana Strohbach und Sebastian Fischer fällt gegen 21.50 Uhr ein Transporter auf. Ich kann mir vorstellen, das könnte noch mal so ein Tiefkühlkandidat sein. So, jetzt beim Vorbeifahren hat man auf dem Thermostat gerade schon den Wert von minus 26 Grad gesehen. Also das ist wahrscheinlich einer der Kandidaten, die Tiefkühlfracht fahren, also die grundsätzlich genehmigungspflichtig ist. Und da müssen wir jetzt einmal überprüfen, ob er auch tatsächlich eine solche Ausnahmegenehmigung hat. Und so eine Ausnahmegenehmigung gibt es nur, wenn die Fracht besonders eilig ist. Ansonsten verstößt die Spedition gegen das Sonntagsfahrverbot. Sowas schreit immer nach einem Verstoß, ne? Das ist einfach so. Nachtschicht für die Autobahnpolizisten Alexander Plümpe und Sebastian Fischer. Auf der A1 bei Sittensen kontrollieren sie heute, ob LKW gegen das Sonntagsfahrverbot verstoßen. Diesen LKW kennen sie schon. Diesmal eine Spedition aus den Niederlanden. Da verhält es sich so, dass die schon öfters an Sonntagen oder Feiertagen auffällig gewesen ist. Es ist halt einfach so, da werden die Auflieger in den Niederlanden kommissioniert, also fertiggestellt und beladen. Und es kommen dann ebenfalls in der Regel niederländische Subunternehmer, die die Auflieger aufnehmen und dann entsprechend zu den Empfängeradressen fahren. Die also eigentlich gar keine Ahnung haben, was da geladen wurde. Und in der Vergangenheit war es halt so, dass oft genehmigungspflichtige Waren befördert oder beladen wurden, ohne dass da letztendlich eine Ausnahmegenehmigung vorhanden ist. Man kann das natürlich auch nicht so ganz verallgemeinern. Irgendwo ist dann der Fahrzeugführer bzw. sein Arbeitgeber dann ebenfalls dafür zuständig, zumindest mal nachzufragen, was denn jetzt hier befördert werden soll und ob die entsprechenden Gesetzesnormen da eingehalten wurden. Ja, hat auch wieder 4 Grad drauf, aber schauen wir mal. Also das können auch irgendwelche Lebensmittel sein, ist echt immer schwer zu sagen. Die beiden lotsen den LKW auf den nächsten Autohof. Hat der Fahrer keine Ausnahmegenehmigung dabei, darf er erst um 22 Uhr weiterfahren. Erst dann ist das Sonntagsfahrverbot aufgehoben. Hallo, fahren Sie Deutscher, ne? Grüß Sie.
Meter. Ja, sehr gut. Eine Kontrolle, ja? Ich komme einmal hoch, weil ich zuerst an den Tacho gerne gehen würde. Ich fahre gerade. Ich denke, das weiß ich noch mal die Seite, sonst kann es platzen. Ja, das ist aber schlecht. Ja. Ja. Wo war die Panne jetzt? Bei Bremen, oder wo? Okay. 2 Stunden lang? Ja. Wo geht's hin? Dänemark. Filmen? Ja. Was ist denn das? Hier unten das. Nee, was ist das denn hier so? Käse, glaube ich. Käse. Was er geladen hat, weiß der Mann selbst nur aus seinen Papieren. Ich habe das selbst nicht geladen. Naja, ich weiß. Macht das fertig, ihr holt die ab, ne? Ja. Das kennen wir. Ein Kollege hat das geladen. Ja, okay. Ja. Da ist er, Käse. Tacho irgendwie was? Pausen war okay. Ich denke, dass alles passt. Ungefähr. Ja, ungefähr, das kennen wir ungefähr. Ja, okay, wir gucken. Für die Ladung brauchen wir eine Ausnahmegenehmigung für sonntags. Käse darf ohne Genehmigung nicht gefahren werden. Das müsste ich auch nicht. Das müsste die Firma eigentlich auch wissen, wenn die dich damit losschicken. Ne? Ja. Wir schauen gleich mal drauf. Also er hat Käse geladen und augenscheinlich keine Ausnahmegenehmigung, was natürlich ein Problem dann ist. Wenn das genehmigungspflichtig ist, was ich denke, ja, ist hier auch noch mal ein bisschen Pause bis 10 Uhr. Haben die vorher nicht geguckt, ne? Nee. Ja, es ist leider so. Hey, anhand des Absenders kann man natürlich erkennen, dass es hier um Käse handeln wird, ne? Okay, einmal aufmachen, bitte. Hast du was zum Fotografieren hier? Auf Tasche? Ja. Ja, okay. Mach einmal. Hat er was für einen Aufliegerschein oder so? Guck da jetzt. Oder eine Rückseite für die Zugmaschine, weil der 23 Tonnen, ne? Könnte auch ein Fall für die Waage sein. Ja, könnte sein, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ja. Bestimmt voll, ne? Aber sieh mal, ne, das ist jetzt, sind Käseblöcke, die bis November nächsten Jahres haltbar sind. Also man spricht ja auch immer von einer leichten Verderblichkeit, die vorliegen muss. Ich sage mal, ist bei dieser Fracht jetzt grundsätzlich egal, weil es halt einfach Käse ist und der wäre genehmigungspflichtig. Und es ist halt aber einfach so, wenn man Genehmigung beantragt, muss man eine gewisse Eilbedürftigkeit nachweisen. So, und bei einer Verderblichkeit in einem Jahr ist logisch, dass da keine Eilbedürftigkeit vorliegt. Also einmal in der Firma anrufen, mal gucken, ob die eine haben. Ja. Das Sonntagsfahrverbot soll die Straßen für Pendler entlasten. Den Käse hätte die Spedition ohne Probleme an einem Werktag transportieren können. Ist es jetzt in dem speziellen Fall einfach so, wo man den Eindruck hat, dass sich einfach keiner Gedanken macht? Die besorgen sich dann irgendwelche Subunternehmer, die holen die vorgeladenen Auflieger und fahren die dann. Das ärmste Glied in der Kette ist in diesem Fall wieder der Fahrer, der halt einfach losgeschickt wird und sich da in gutem Glauben vielleicht darauf verlässt. Ich weiß nicht genau. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein etwas älterer Kraftfahrer, der eigentlich auch wissen müsste, was hier gesetzeskonform ist und was nicht an Sonntagen. Weil es ist ja so, dass es meistens nicht die erste Fahrt hier ist. Die fahren jeden Tag hier ein und aus und irgendwo spritzt es sich ja auch rum. Und es fällt ja auch auf, es ist kaum Lkw-Verkehr, ist ja schon ein bisschen komisch. Ne? Mit einer speziellen Software werten die beiden die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers aus. Ja, also viel, man sieht das hier, viel rot, sind viele Verstöße, also gut ist die Karte in dem Fall auch nicht. Also im Prinzip gibt es jetzt noch eine Anzeige dazu bezüglich Verstößen gegen Lenken und Ruhezeiten. Es ist ja klar, dass die nicht rund um die Uhr eingesetzt werden. Es ist halt einfach so, das, was eigentlich die Regel ist, ist ein Fahrerbetrieb wie bei ihm jetzt auch. Also 24 Stunden haben die dann als Bezugszeitraum. Also sprich, fängt er morgens um 8 an, hat er bis um 8 Uhr morgens des Folgetages diese 24 Stunden als Zeitraum. Und wenn am Folgetag 8 Uhr erreicht ist, muss auch die Ruhezeit abgeschlossen sein. Also er muss dann im Prinzip an dem Tag, wo er startet, spätestens abends um 11 stehen bleiben, um auf diese 9 Stunden ausreichend zu kommen. Und er hat jetzt zum Beispiel auch diese Verstöße da. Er macht quasi eine Ruhezeit von 9 Stunden oder vielleicht auch länger, aber überzieht diesen 24-Stunden-Zeitraum. Und das ist auch ein Verstoß. Das ist ja ein Riesengefährt. Es ist anstrengend, 40 Tonnen durch die Straßen zu fahren. Und deswegen ist halt auch vorgeschrieben, dass wenn man 10 Stunden fährt am Tag, dass man bei der Hälfte ein bisschen Pause macht und nach den 10 Stunden auch nochmal ausreichend Pause macht. Weil man muss sich schon sehr konzentrieren. Ne? Deswegen, das ist der Hintergrund.
So, jetzt muss ich einmal an meinen Kram ran. Ne? Ich frage ihn eben noch mal, ob er wen erreicht hat. Okay, hast du wen erreichen können? Ja, ich habe angerufen, die wussten es auch nicht. Also, wir haben auch keine. Ja, okay. Also, normalerweise also, fahren wir das immer so. Ja, okay. Aber nicht damit wahrscheinlich dann. Oder noch nicht kontrolliert geworden oder wie? Naja, gut. Also dann ist es so. Dann ist bis 22 Uhr Ende der Reise hier. Ja. Wir schauen aber noch einmal auf eine Waage, um mal zu gucken, wo wir vom Gesamtgewicht liegen. 40 Tonnen ist maximal. Wir glauben, der ist ein bisschen drüber. Vom Ladungsgewicht. Ja. Ne? Ich weiß auch nicht, was auf dem Frachtbrief steht. Das weiß ich auch nicht. Ja. Ne, genau. 23 Tonnen ist eigentlich schon ein bisschen viel für ein Isolierfahrzeug. Ne? Ja, ich bin, glaube ich, 60 Tonnen leer, 70 Tonnen leer. Genau, deswegen. Also ist wahrscheinlich schon ganz... Wir gucken einmal, weil es hier auch in der Nähe ist. Und dann sehen wir weiter. Ne? Aber letztendlich werden wir dann wieder hierhin zurückkommen und dann ist hier vorbei bis 22 Uhr. Ja, ja. Normalerweise fahre ich nur Obst und Gemüse. Aber wenn ich zwischen die Papiere nichts dabei ist, dass ich nicht fahren darf, und mein Disponent sagt auch, okay, die wüsste es auch nicht. Ja, ich muss morgen früh um 6 abladen. Dus dann vielleicht heute Nacht wieder wegfahren. Ich muss den Kopenhagen, habe ich jetzt. Dus dann wird morgen früh tegen 9, 10 Uhr. Ja. Muss man sehen, wie es geht, ich weiß es nicht. Sebastian Fischer und Alexander Plümpe untersagen die Weiterfahrt. Dazu kommt eine Strafe für die Firma. Diese wird sich deutlich erhöhen, wenn sich der Verdacht der Überladung bestätigt. Durch diesen Verstoß ist es einfach so, dass es so ein sogenanntes Vermögensabschöpfungsverfahren oder Verfallverfahren ist, wo dann im Prinzip die Firma, der Firma versucht werden, die erlangten Gewinne einzuziehen. Aber das macht letztendlich der Landkreis. Aber es ist halt so, dass bei solchen Verfahren dann erstmal alles, was festgestellt wird, zusammengepackt wird und dann in einem Verfahren zum Landkreis geschickt wird. Okay. So, da sind wir zurück hier. Jo. So, wir behalten Fahrzeugpapiere, CMR und Genehmigungsurkunde bis 22 Uhr, dann kommen wir wieder, dann gibt's sie wieder. Hier oben ist unsere Telefonnummer von unserer Wache, vom Büro, ne? Da ist jemand. Also wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, da einfach anrufen, dann sagen die uns Bescheid, dann kommen wir her. Aber ansonsten sind wir um 10 Uhr hier, dann gibt's die Papiere. Ja. Ja, und dann kannst du hier entweder losfahren oder halt bis 3 Uhr stehen, wie du willst, ne? Ja. Okay. Kann ich mich nach umdrehen mit? Nein, wir fahren erstmal zur Waage. Hast du Waage gefunden? Genau, da wir gucken einmal, was das Gewicht ist, natürlich. Und dann sehen wir weiter, ne? Okay, ja, hier über die Tankstelle kannst du drehen. Gut. Ja? Okay, dann einfach hinterher fahren, ne? Die beiden fahren mit dem LKW im Schlepptau zur nächstgelegenen Fahrzeugwaage. Die liegt auf einem Fabrikgelände. Es ist halt einfach so, wenn wir die kontrollieren, kontrollieren wir die ganzheitlich. Und es ist jetzt nicht so, ja, der hat jetzt sonntags Fahrverbot, dann ist es erledigt für uns. Sondern wir überprüfen natürlich auch, ob das Gewicht eingehalten wird, gerade wo wir jetzt so den Verdacht haben, dass er da eben halt drüber ist schon. Alles? Hat da. Gut. Maximal 40 Tonnen darf der LKW wiegen. Das ist eine sogenannte Brückenwaage, das sieht immer so aus. Der Vorteil ist halt einfach, dass diese Brückenwaagen geeicht werden, so wie sich das gehört, damit es auch gerichtsverwertbar ist. Und wir müssen bei einem Sattelzug lediglich 60 Kilo Toleranz abziehen, in diesem Maße. Wenn der LKW zu schwer ist, muss der Fahrer einen Teil der Ladung abladen und einen neuen Transport organisieren. Also ein bisschen überladen, ne? Knapp 41 Tonnen. Nee, du musst ins Auto. Du musst ins Auto. Klar, rein da. Rein da. Ja, wenn die auch großzügig geben, nochmal 60 Kilo Toleranz. So ist ja nicht, ne? Genau. Ja, alles klar, danke. Opa. Also, ich brauche noch mal einen Verantwortlichen aus der Firma. Wer ist der Geschäftsführer, der Boss? Ja, warte mal. Bis um 10 Uhr kommt er wieder bei mir? Ja, genau. Ja, da bleib ich stehen bis 3 Uhr, 4 Uhr. Da habe ich meine Stunden. Ja, ist gut. Das ist besser. Dann kommen wir so um den Dreh. Ne? Dann ist ja auch nicht schlimm, wenn wir ein paar Minuten später kommen. Ne? Nee. Okay.
Ja, ich habe mir jetzt nochmal den Geschäftsführer geholt. Der kriegt dann quasi das Anschreiben, dass der Adressat für diese Maßnahme dann. Und da wird das dann entsprechend hingeschickt, ne? Als Verantwortlicher für diese Beförderung jetzt hier. Für die fehlende Genehmigung muss die Firma eine Strafe bezahlen. In Höhe des Umsatzes, den sie mit dieser Tour gemacht hätte. Für Sebastian Fischer und Alexander Plümpe geht es zurück auf die Autobahn. Ich grüße euch YouTube, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und möchte euch nur wissen lassen, hier geht's zum nächsten Video von Achtung Kontrolle und hier könnt ihr den Achtung Kontrolle YouTube-Kanal auch abonnieren und hier könnt ihr alle Folgen Achtung Kontrolle auch auf Join ansehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss.